Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt es noch, das Spiel? Seven Ways to Die. Saints 7. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Wir haben wieder viel vorbereitet, nämlich, was denn? Bevor ich hier gar nichts sage. Was wollen wir denn in dieser Folge machen? Erstens mit den Kippies. Ich habe Alter, die tritt die Pandoria gerade vom Curry, das Auto kaputt. Ich habe gehört, wir wollen ja heute mit den Kipplaster nochmal probieren, die Challenge, ne? Mit dem Zug, die Kipplaster Schub-Challenge. Dazu brauchen wir aber erstmal Züge. Kipplaster. Ja, genau. Finde ich eine gute Nummer. So, dann müssen wir wieder zur Schnecke fahren und vielleicht können wir mit den Kipplastern auch noch was Lustiges anstellen, okay, haben wir uns überlegt. Benni und ich, wo ist der Benni? Der Benni und ich holen einfach mal den Cargo-Bob wieder. Wo ist denn der Benni? Ja. Den Cargo-Bob Kelzo oder was? Bob Kelzo. Mit den Kipplastern könnte man dann auch noch eine Zwischen-Challenge machen mit so einem Rennen oder sowas. Oder auch wer mehr Personen in seinen Kipplaster zu einem Punktort bringen kann. Wir müssen auch nochmal die Flug-Challenge mit dem Kipplaster machen, wo alle Leute in der Ladefläche sind hinten. Oh ja, auch geil. Wo bist du denn? Mit dem Cargo-Bob meinst du dann, ne? In der Ladefläche am Kipplaster. Genau. Da musst du vor allen Dingen ausbalancieren, sonst fliegen alle weg. Ich fahr gerade zum Flughafen, Benni. Du musst vor allem das Ding gut treffen auch, ne? Ja. So, da bin ich mal gespannt. Wir sind gut ins neue Jahr gekommen, Freunde. Ja, alles. Soweit, ja, alles easy. Bis auf die kleine Erkältung und so. Ja, hat man ja gelesen. Der arme Gronkh war krank. Ja, nein, der Gronkh war total krank. Gibt aber Schlimmeres. Ich hatte ja bei dem Klingeln, ich wollte am 1. wollte ich mit dem Essen gehen, so. Komme ich da hin und dann sehe ich den so wie ein Häufchen Elend. Dann hast du den natürlich erstmal verpflegt, oder? Fanfiction. Nee, er meinte, ich komme auf keinen Fall mit essen. Ja. Vergesse es, ich bleib hier liegen. Ja, musste ich aber auch. Rumpi war ich da, wollten wir mit ihm essen gehen, wollten wir ihn ausführen, die Diva. Fand ich auch. Weil er keinen Snickers hatte. Fand ich auch voll lieb. Der Rumpi hatte keinen Snickers, klar, da muss er was essen, das ist natürlich normal. Schnell die Beleidigung abwenden. Aber es ging ja leider nicht. Also ihr wart aber dann, ne? Was habt ihr ein schönes gegessen eigentlich, um das Let's Play mal künstlich aufzuwerten? Ja, also ich hatte ein Steak mit Champignon-Rahm-Soße selbstgemachten Pommes und Salat. Weil wir waren nicht in diesem Restaurant, wie zunächst angedacht. Wo fahrt ihr denn alle hin? Wenn wir zum Flughafen. Ich glaube, wir fallen falsch hier. Ich glaube auch. Ich glaube, ihr fahrt falsch. Glaube ich aber auch. Ihr müsst nämlich eigentlich weiter geradeaus. Oder, Benni? Das glaube ich aber für dich mit. Lustig, ihr fahrt doch gerade zum Kipplaster, oder? Genau. Falsch zwar, aber ja. Ach ja, und wir müssen das mit dem TS noch kurz ansprechen. Ne, weil sich ja viele Leute beschwert haben, ihr seid schon viel zu viel im TS. Man versteht kaum noch, wer irgendwie was sagt hier von den Heinis und so. Ja, ne? Wir hören uns gegenseitig eh nie zu, deswegen ist es egal. Nein. Sag ruhig. Benni, komm, wir drehen nochmal eine Runde. Entschuldigung, dass ich euch unterbreche. Also das Ding ist, wir haben halt dann gesagt, ja cool, wir können dann halt auch nicht mehr viel mehr Leute in TS reinlassen. Natürlich sind jetzt die üblichen Verdächtigen alle da und der Curry und sowas alles auch und der Avenger 616 auch wieder am Start hier. Aber wir probieren uns natürlich irgendwie am Riemen zu reißen und wir werden jetzt hier nicht weitere Leute ins TS lassen können, liebe Freunde. Also alle, die jetzt gerne ins TS kommen würden, es tut uns leid. Ich glaube, da spreche ich jetzt hier für alle. Da kommt ein Kipplaster. Yeah, sehr schön. Der Benni, der muss stehen bleiben. Super, der fährt einfach weiter. Ja, steig aus, Alter, hol den raus. Klau dir den einfach, ja. Guck, der ist stehen geblieben, da hinten steht noch einer. Geil. Hammerstens. Fahren wir lieber zusammen rum, bevor wir jetzt hier noch... Boah, der ist schnell. Aber das spawnen dann andere, ja? Da müssen wir nicht weg. Oh, wir sind da lang geflogen. Der Let's Play-Onkel war das. Ja, genau. Lieber Let's Play-Onkel, zum Beispiel ganz lieber Kerl auch. Und wir würden ja auch gerne sagen, ey, komm rein ins TS. Aber das Problem ist, wenn wir dann alle da drin haben, hörst du keinen mehr. It's too much. Ja, ich muss ganz kurz sagen, es tut mir leid, dass ich die Pandoria kurz da stehen gelassen habe, aber der Benni und ich, wir haben ja hier eine Mission. Ach, das war der falsche. Ich wollte ja zu dem da oben. Egal. Okay, der erste Kipplaster ist gestealt. Der zweite ist auch. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach einem Cargo. Läuft ja voll gut. Naja, und das meine ich natürlich auch überhaupt nicht böse. Und ich denke, also, der Dennis hat es auch schon angesprochen, Erik auch. Wir haben uns dann halt drüber geschnackt mal einfach. Und ich denke, das hat ja jetzt jeder verstanden. Da ist noch ein Kipplaster übrigens. Ist das einer von uns? Ja, das muss einer von uns sein, so wie der fährt. Hey, da fliegt eine Reschi durchs Bild, auch geil. Da hinten steht noch ein Kipplaster, da hinten steht noch einer. Auf den Gleisen. Hier unten stehen auch noch zwei. Das ist ja der Hammer, Alter. Was ist denn heute hier los? Boah, Alter, Kipplaster. Ganz kurz eine Sache. Kipplaster Style. Sollen wir hier mal warten? Patch veröffentlicht, um die Cheater zu verbannen. Ist der schon veröffentlicht? Nee, der wird doch erst veröffentlicht. 1.9. Let's Play, Onkel, du bist mit meiner Karre durchgebrannt. Ich musste noch kein Update machen gerade. Nee? Nö. Hab ich auch nicht. Also ich kann ja noch fröhlich cheaten. Ich hab auch keinen Patch oder sowas gezogen. Ich cheate ja quasi, um meine Skills unten zu halten, weißt du, damit ich nicht zu gut werde. Deswegen muss ich cheaten. Ja. Die Kipplaster jetzt sind auch gecheatet übrigens. Ja, natürlich.
Wir haben hier so einen eigenen Glitch-Server gemacht. So, hier ist noch ein Kipplaster. Den hat Reschi gerade angebumst. Ich hoffe, die steigt da gleich mal ein und holt sich den. Wenn ihr mir gar kein Glück gerade, ne? Nee, nicht so. Die Reschi hüpft um die Berge. Curry, wo bist du denn gerade? Hast du noch einen Kipplaster? Ich stehe hier beim Sarazar, ja. Ich stehe schon bereit. Wir waren aber auch mit Kipplaster, ne? Haben den Let's Play unter unsere Fittiche genommen, kann man so sagen. Super. Avenger, hast du auch schon Kipplaster? Ich habe einen Kipplaster. Verdammt, 616 hast du auch eingeparkt. Okay, geil. Ist gerade unter meinem Auto durchgefahren, unter dem Kipplaster. Geil. Also Benny und ich haben den Cargo Bohr. Ja, sehr nice. Soll ich noch weitersuchen? Hier ist noch ein Kipplaster. Nee, Benny, komm. Reschi. Immer zusammen. Oh, mach mal die Turbo durchdrehen, Alter. Alter, ich hab mich gerade mit Kipplaster auf Reschis Karre gestellt. Ich hab's gerade hier. Alter, ich krieg die nicht mehr raus. Ich krieg die Karre nicht mehr aus dem Kipplaster unten. Alter. So, jetzt ist sie raus, Alter. Wie mies ist das denn? Ja, die Karren können sogar darunter herfahren. Hier, der Wacker von mir, den der Let's Play Onkel gerade fährt, der kann einfach unter dem Kipplaster durch. Also nicht ganz. Warte, jetzt stehen hier. Ich habe einen Wacker besorgt wegen Wacker, yeah. Wacker. Weil das Fahrzeug hat sich sehr wacker geschlagen. Alter, ich schlag dich auch gleich mal wacker. Ey, halt deine Fresse. Und erzähl nicht solche Lügengeschichten wie... Nee, komm, wir wollen das Thema gar nicht aufgreifen. Ach ja, das war auch so lustig. Gut gelacht einfach. Sorry, also dass manche Leute es wirklich ernst genommen haben, da habe ich gedacht, Mann. Gut, nicht für nicht jeden, ist schwarzer Humor hat Grenzen, aber... Vorsicht, zukommt. Da dachte nicht, ich dann wirklich so, boah, jetzt nicht übertreiben. Ich meine, die meisten Leute haben es ja auch nur scherzhaft aufgefasst, und das ist ja auch gut so. Wer fährt denn einen Kipplaster auf der Straße da hinten? Wir haben hier vier Kipplaster, Leute, dann können wir echt ein geiles Race machen. Ne? 6 oder 7 haben wir sogar, hinter mir steht auch noch einer. Alter, lass uns rennen. Da drüben stehen noch welche, das ist total geil. Bevor wir jetzt hier mit die Bahn anhalten, würde ich sagen, rennen. Oder? Ich mach Leuchtzeichen. Ist das ja oder nein, die Leuchtzeichen? Aber kann man denn hier am besten Rennen veranstalten? Dann warte ich mal hier auf der Straße. Das ist doch lustig, oder? Haben wir hier noch einen. Vor allem ist die Straße natürlich breit genug für so viele Kipplaster. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, aber das ist doch genau geil eigentlich. Und du fährst, kannst dich ja oder einfach rüber rollen. Wie das aussieht. Ich fahre hier mal gerade auf die Autobahn hier vorne. Alter, ich komme mir vor wie in so einer Baukolonne. Boah, passt man gerade so durch. Können wir schaffen? Ja, wir schaffen es! Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger. Können wir vielleicht hier irgendwie so. Ah, wir müssen in der Wüste anfangen, sonst passen wir nicht alle nebeneinander. Oh, warte, ich lass dich mal vor. Bin die sonst alles klar bei dir? Ja, super. Kannst du dich ein bisschen lauter machen, Curry? Let's Play, Benny, ne? Weil so versteht man dich fast gar nicht, leider. Wen? Was auch nichts macht. Curry. Kevin. Was machen wir hier gerade, liebe Kipplaster-Freunde? So, ich würde sagen, wir machen hier so eine Linie. Alter, oder? Da kommt Reschi auch noch, da hinten kommen auch noch zwei, da hinten kommt noch ein dritter. Pandoria und ich kommen fett. Auch schon. Super fett. Da machen wir so ein kleines Fun-Race einfach. Boah, mega. Ich feiere ja gerade, guck mal ganz kurz, wie die anderen mit dem Kipplaster noch ankommen, wie wir alle stehen. Das feiere ich gerade extrem. Das ist mega. Alter, wie geil. Wir machen eine Übertragung hier. Wir zeigen, was hier aus der Luft passiert. Wie geil, Alter, wie geil. Boah. Wer das Rennen macht, wer an der Spitze ist, wer verliert. Stimmt, wir kommentieren das jetzt einfach wie Sportkommentatoren. Blemess ist gerade schlecht eingedreht, da können wir losstarten. Das Ding ist, genau, Moment, ja, warte, so wie ihr eingedreht sein. Seid, ist eigentlich super, oder? Nee, die muss noch ankommen, Leute, Moment. Warte mal, ich mach mal auch nochmal gerade. Wir müssen nur einen Punkt markieren, einen Punkt festlegen, wo wir halt ankommen müssen. Ne? Oder ihr fliegt einfach den Cargo-Bob hinterher, wer zuerst Alter, da ist, wo geil. Der Cargo-Bob gelandet ist, hat gewonnen. Wie geil das hier aussieht mit den ganzen Kipplastern in einer Reihe. Alter, beste Crew ever, sorry. Ja, du gibst den Punkt vor, Dennis, einfach. Aber das ist ein bisschen der blöd. Benny und ich, wir sind im Heli hier. Ja, nee, das ist ein bisschen blöd, weil du willst ja auch was sehen. Wenn du jetzt sehen einfach den was? Punkt. Ja, aber wenn du nur den Punkt bist, ich würde einfach sagen, den Norden machen wieder. Guck mal, geradeaus über den Hügelkette da, einfach nur über den Berg. Das reicht ja schon. Okay. Oder? Oder bis zum See? Bis zum, warte, ich guck mal auf der Karte. Boah, bis zum See ist noch weit. Bis zum See zu dem Totenkopf, das ist doch lustig. Bis zum Deathmatch-Ding da. Wo ist der? Wo? Ach, dieser Totenkopf-Symbol am See. Ach du Heilige. Das ist doch ganz nah. Na, wenn Sie das so sagen, mein Herr. Das geht. Durch also die Butnik, ne? Ich will die Butnik, ja, jeder wie der will. Ich würde die Butnik auf jeden Fall nehmen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Dann sagen wir alle gemeinsam 1, 2, 3, ne? Okay. 1, 2, 3. Drei. Ja. So, du schubst den Damen und Herren. Zwei Kipplaster, drei Kipplaster. Ich bin so fett, ich kann kaum rollen. Einer hängt hinterher, ein Kipplaster hängt hinterher. Oh, die zweite auch. Oh, da crashen sich zwei. Was ein gefährlicher Start hier. Und da, oh, drei andere. Benny, möchtest du was dazu sagen? Ja, pff,
Ja, also dieses Wüstenderby hier von Los Santos ist im Gange. Der Staub wirbelt auf. Sumo, aber ich kann leider nicht erkennen, wer vorne liegt. Ich kann nur erkennen, dass einer ziemlich weit hinter liegt und einer gerade ganz komplett falsch fährt. Ich denke mal, das ist wer. Alter, das wird ja aber gedreht. Oh, Alter, gar nicht hoch, Alter. Fahr, gib Gas, Mann. Jetzt fahr. Hängt fest. Ich komm rüber. 6,16. Oh nein, die Felsen schon. Oh Leute, jetzt wird's kritisch. Ah, der Tobi rollt da mit aller Kraft nach oben. Tobi, gib Gas! Nein, nicht drehen. Wer ist da ganz vorne? Gib mal dahinter. Nein. Ich hänge fest. Mit Curry hier. Scheiße. Da kuscheln zwei Kipplaster, wie man sieht. Ja, warte, ich fahr vor. Oh, da vorne einer kann an den Bahngleisen. Oh nein, ich komm nicht mehr raus. Wer ist an den Bahngleisen, Leute? Das war ich gerade. Oh, der Gong führt das Was Rennen an. Was für ein an. Unglaubliches ja, Race von das ist unfassbar. Der Gong führt das Rennen an, meine Damen und Herren. Mit Fettsein kenne ich mich aus, da kann ich mich bewegen, Alter. So, da sind zwei Kipplaster, den Gong geht's auf den Fersen. Die fahren boah, da hinten, Mega-Jump. Wer macht das denn gerade da vorne? Das ist bestimmt der Let's Play-Onkel, ne? Der fährt doch, glaube ich, kein Kipplaster, oder? Auf Gronk wird gerade richtig aufgeholt. Auf Gronk wird gerade richtig aufgeholt. Ja, gute Abkürzung hier. Komm schon, bring das Ding durch. Was meint ihr, Leute? Schreibt mal in den Kommentaren, wer holt sich das, die Trophäe des Kipplasters? Wer holt sich die Pille? Aber ihr müsst genau jetzt schreiben. So, der Gronk ist, ja, der hat schon guten Abstand. Ich bin da, ich bin am Ziel. Gronk hat das Rennen gewonnen! Ich bin am Ziel, Wer ist denn auf 2, Benny? Auf 2. Der linke war als zweites da hier. Hier unter uns, genau der jetzt. Also ich rasse jetzt gerade erst im Ziel. Fatman Challenge. Der Avenger, oder? Der Reishi war das, genau. Ach, der Reishi. Der 6x6 Player ist da. Wer ist denn das da? Hier kommen da noch mehr Leute. Alter, was war das denn? Explosionen hier zu sehen. Aber warum? Der Kipplaster ist auf dem Auto drauf gefahren. Ach so, ich dachte schon einer von uns. Na Gott sei Dank sind es nur Fremde, die wir nicht kennen. Aber das Kipplaster-Race, siehst du, war gar nicht so lang die Strecke. Ich sehe aber gerade, da fehlt noch jemand, oder? Ich gucke. Ja, ich bin hier immer noch. Ich bin hier hinten stecken geblieben mit dem Kipplaster. Ich komme nicht mehr weg. Ja. Ach Curry, weißt du, der Pro-Gamer bringt dir noch was bei. So, wo hängt denn der Curry, meine Damen und Herren? Wo hängt der Curry? Da hinten hängt er immer vorne zwischen den Steinen. Oh, immer noch unterwegs, Curry. Der Curry hängt am Felsen, ich werde verrückt. Rettet ihn nochmal aus genau der Notlage mit dem Cargo-Bob. So, der Cargo-Bob ich bin genau da hängen geblieben, wo der Sarazar mich gecrashed hat. Das Safety-Car ist ich unterwegs. Hab dich gecrashed. Warte, lass mich. Lass mich kurz einsteigen. Warte, ich zieh kurz meine Heideltrauchohren an. Rein da, Curry, rein in den Dings, wir nehmen dich mit. Ja, warte. Ich muss eben erst in den Laster kommen. Ey, wir haben mich hier gerammt, welcher Agro-Klaus. Geh baden. Könntest du den vielleicht noch mal runterlassen? Dankeschön. Hast du das, den Tobi, ey? So, jetzt kannst du. Das wurde es nicht. So, der Curry wurde abgeholt und wird in die Boxengasse geschleppt. Raster, Alter, was war das denn? Wie geil, war das denn gerade? Alter, mega geil. Wie hast du den hochgekriegt? Also, ich meine jetzt den. Das war der Gong öfter. Ey, fahr mir mal auf. Boah, wie geil das aussieht mit den ganzen Kipplastern, ohne Scheiß. Ich versuche dich gerade zu besteigen. Warte, komm, ich besteig dich, Oh, Mann. Warte, ich muss Anlauf nehmen bei deinem Hintern. Okay, Leute, ganz ruhig. Was machst du denn gleich? Curry von oben! Ja. Fast hab ich dich beschrieben. Was ist da passiert? Alter. Ey, ihr war kein Gangbang heute, Crashy. Und die Pandoria hinten auch noch schön rein. Alter, das ist ja dicke Liebe einfach. Danke. Was ist denn da? Lass mich einfach schieben. Warte, ich versuch mal drauf zu landen. Warte mal. Alter, ich komm mir vor wie bei Gangbang bei den Weight Watchers, Alter. Wartet mal. Versuch mal drauf zu landen. Ach so, oh. Krieg mir nicht immer deinen Hilfe. Ach, geil, ach, geil. Scheiße, nein. Nein. Ach, ich war so aus. Was war denn da los, ey? Oh, die Bullen, da darf ich nicht drüber fahren. Ganz vorsichtig sein. Ich kurz erklären, warum wir haben Bullen angeschoben, wo du sagst. Und jetzt habe ich Bullen am Start. Oh, nö. Ach so, ja, irgendwer hat ein Dingens auf und ausgesetzt, ein Kopfgeld. Serverübergreifend. Also ich glaube, da waren wieder irgendwelche miesen Hackerschweine am Werk. Gebt Gas, Freunde, die Bullen sind wieder mit. Hau ab, Alter, versteck dich. Wir halten die Bullen hier auf.
Alter! Du hast ein Rad verloren, Tobi, und bist gestorben. Ja, weil die Bullen mich irgendwie... Wir müssen nicht mit! Ey, lass uns jetzt... Wir nehmen die Stadt ein hier, ey. Fahren. Ja, lass uns... Genau. Bitte fahr uns nicht um hinter uns, wer ist das? Vorsicht, Bullen! Vorsicht, Bullen! Vorsicht, Bullen! Alter, wer war das? Oh, Alter, diese verfickten Bullen fahren hier... Gib Gas, Freunde! Gib Gas, die Schweine! Mach ich jetzt auch. Die fahren mir gegen das Fahrzeug und ich krieg einen Stern. Was für verpisste... Komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Pisser. Oh Gott, der Nächste ist da. Wow, Willi, Willi, wieder Willi. Ich bin wieder hinten drauf. Avenger erledigt. Was? Du warst das? Hä? Aua! Hä? Wo bleib ich denn hier gerade hängen? Oh Gott. Bitteschön. Ja? Kann ich auch nicht... Ey, ich stehe schon auf den Schienen. Soll ich dich... Avenger? Wir wollten noch zu den Schienen. Ja, aber nicht zu denen. Wir wollten oder was? Nee, zum Tunnel wollten wir doch. Ah ja, stimmt. Zum Kapaltunnel hinten. Alter, ich hab zu viel Scrubs geguckt die letzten Tage. Ich merk's. Schlimm. Wer scheißt auf die Glabe und hat zwei Daumen? Boah, Geld so. Dennis, du bist plötzlich so leise bei mir. Ja? Oh, mir ist gerade ein Bulle hinten reingefahren. Von Tölz, oder was? Das war ich. Von Tölz. Ich versteck mich gerade mal eben im Gemüse hier, damit die Bullen mich nicht finden. Ey, das ist super. Ey, das ist so krass, ich wurde gerade... Ja, ich bin sternelos. Ich fahr dir gerade hinterher. Voll den das ist gut, ich bin die Sterne los. Ich brauche mich nicht mehr verstecken. Ich hab noch drei. Hau dich auf. Aber ist ja egal für die Aktion. Aber drei ist mies. Ja, nein, für die Aktion ist es egal. Der Cargo-Bob muss sich in die Luft heben und verstecken. Ja, heb mich in die Luft, Kagi. Ich bin der ganz vorne. Was ist denn mit dem Polizeiwagen hier los bei mir? Dennis. Ich fahr jetzt mal neben der Straße, weil die Bullen da nicht fahren. Das ist mir zu blöd mit dem kleinen Ding. Alles in Ordnung, Benny? Ja, kleine Gehirnerschütterung. Ich muss dazu ja sagen, mit dem Reinquatschen im TS, ich quatsch ja auch oft rein, ne? Das lässt ja gar nicht vermeiden, aber alle, weil wir alle Quatschnamen sind, man hört's ja jetzt wieder. Sind ja, ich hab's gelernt, den Sarazar einfach mal zu übersprechen, das funktioniert nämlich ganz gut. Das muss man manchmal auch. Das müssen wir, glaube ich, alle leider bei wem anders. Das, wir müssen jetzt mal alle genau jetzt gleichzeitig reden. Wir könnten einen Kaffeeklatsch machen. Ja, also nein, Kaffeeklatsch wäre eigentlich ab. Schön, wenn ja, wir da einfach mal gucken können, dass wir einfach mal gucken, dass wir dann da auch... Ich hab Alter, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz, Entschuldigung, darf ich mal du durch? Bist ich ja muss hier mal eben... Nee, ich fahr gerade neben dir her, bist du das hier? Alter, uah. Ich bin ganz vorne an der Spitze gerade hier, die Landstraße. Das Pandoria, ja. Aber ich bin's auch gleich los, wenn es so weitergeht. Wir sind die Dicken mit dem Rummi. Ja, die lassen mich wieder nicht in Ruhe hier, ey. Oh, ich glaube, da wollen Fahrzeuge überrollen. Ich wollte den Polizeiwagen in die Luft springen, Tobi. Pass auf, was du machst. Oh Gott, was machst du da? Alter. Du bringst uns um. Alter, der Bullenwagen fährt mir von hinten rein, ich krieg einen Stern. Ich warte, fick dich doch. Ich hab sie los. Das ist doch unfassbar, dieses scheiß verkackte Bullensystem hier. Hast du gesehen, Tobi, die kleine Explosion? Alter, warum wirft... Ich hab sie los. Warum treten ihr jetzt wieder? Ich will von den Bullen weg. Ich hab sie los zum Glück. Also bitte könnt ihr mir sagen, wo wir jetzt hinwollen, Bonk. Sag mir was. Zu der Brücke. Dennis, kannst du die gerade markieren? Ich bin gerade vor dem Bullen auf der Flucht mit. Bringt mir gerade nichts. In den Bergen, diese Riesenbrücke. Achso, ja, irgendwer muss führen. Irgendwer muss den Pulk anführen. Ja, wir haben also hier nicht das Pulk, Auto. Oh. Ich gerne. Ach, geil. Aber wir müssen die Polizei loswerden. Ja, Alter, die sind so ätzend. Die berühren dich gerade mal mit, weiß ich nicht, mit ihrem Sackhaar berühren die dich. Dann hast du zwei Sterne. Ich weiß gar nicht, wo die ist genau. Aber wenigstens haben wir schon eine Challenge gebacken bekommen mit dem Rennen. Ich weiß auch nicht, wo das Ding ist. Die ist über den Stromschnellen, da ist eine Brücke. Ach, der Tunnel da, stimmt. Genau, der lange Tunnel ist das. Und da müssen wir, also so lang ist der gar nicht. Welches Zeichen ist denn da? Nee. Ah ja, da, bei dieses zu Stromschnellenbrücke. Dahinter ist ein Tunnel, ne? Ja. Das ist so ein Wanderpfad auch. Ja, ich glaube, werden wir dann in der nächsten Folge, glaube ich, sowas rum hinfahren, weil... Wir müssen da ja auch noch eine Ankündigung machen, leider. Aber ja, die mache ich jetzt wir nicht mehr, damit ich nicht der Bu-Peter bin. Nee, wir müssen uns leider auf 20 Minuten spannend, Folgen beschränken. Was in der nächsten Folge bloß für eine Ankündigung kommt. Leute, die ist richtig toll, die Ankündigung. Mehr Kündigung als an. So, bin ich die Sterne gleich los? Ja, erzähl doch. Ach so, ja, weil wir sind ja ab dem 8. sind wir ja quasi weg. Da sind wir ja für wie viele Tage sind wir eigentlich weg? 10 Tage? Ich weiß gar nicht. Ja, sowas so mal so rum. Genau. Deswegen müssen wir auch vorproduzieren, damit in der Zeit überhaupt GTA Online kommt. Und wir müssen echt gucken, wie wir das alles schaffen, dass wir das alles gebacken kriegen. Deswegen kommt das eventuell zweitägig. Wir wissen es noch nicht genau. Huch, sind ja alle hinter ja, mir. Vielleicht ist ja schaffen geil. Wir es sogar tatsächlich. Ich weiß den Weg gar nicht. Alle Folgen aber deswegen hier. Müssen wir die Folgen halt wirklich auf 20 Minuten beschränken, weil wir haben ja die letzten, eigentlich war ja ursprünglich immer 20 Minuten angedacht. Haben wir auch schon oft drüber geredet, aber hey, die letzten waren 35 Minuten, 40 Minuten und im Prinzip kann sich da auch keiner beschweren, wenn da mal ein paar Mal nur 20 Minuten Folgen kommen, weil die anderen hatten echt massive Überlänge. Das stimmt. Naja, steinig mich ruhig, ich halte mich hin, ehrenhaft als Bösewicht.
Da bin ich jetzt einfach mal der Arsch und sag, dass wir schon bei 20 Minuten sind. Genau. Ja, da müssen genau. wir. Aber wir haben ja ein spannendes Rennen gehabt. Oh ja. Im Hintergrund aber, sieht man gerade ein Kipplaster fliegen. Guck mal, wie geil das aussieht. Und wir sind jetzt alle hier, die Lohn-Kipplaster, am Fahren zu dem nächsten Ort. Wo seid ihr eigentlich am Langfahren? Ihr fahrt das frage ich mich auch, das frage ich mich auch gerade. Ja, also ganz ehrlich. Wieso der Avenger, wieso hast du kein Kipplaster mehr? Warum fahrt ihr bitte nach Los Santos? Sind das die Stromstellen im Süden gemeint? Ich dachte da im Norden. Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Stromstellen sind. Wir fahren richtig falsch. Also Curry, du machst mal den Anführer jetzt. Du musst mal zeigen, wo es lang geht, wenn ich wüsste, wo Curry ist. Na, Tobi, sag mal, hast du ich hab markiert, warte, ich weiß nicht, wo die sind. Bist du hinter mir, der Typ? Wir können ja mit dem Auto voraus. Pass auf, warte, aus dem Fluss, ganz einfach, aus dem See gibt's zwei Flüsse raus. Einer im Norden, einer im Süden. Ja. Und wenn du ganz nach hinten gehst, gibt's eine Brücke. Da ist, glaube ich, doch der U-Bahn-Schacht. Oder die ist da falsch? Wer ist denn der südlicheren Brücke? Der Curry fährt jetzt, ich fahr mal vertrauensvoll hinterher. Kannst du mir das sagen, wenn du weißt, wo es ist? Warte, ich guck mal gerade auf der Karte, der ist da. Du hast ja links vom See zwei Flüsse, die da rausgehen. Genau. Ne? Das ist der obere. Da ist der diese obere, Brücke. Genau, dann fahre ich schon die ganze Zeit richtig. Habe ich mir fast gedacht. Sehr schön. Bis in die nächste Folge. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Ja, aber immerhin haben wir genug Kipplaster. Das soll mal einer sagen, wir würden nichts machen, ne? Würde ich mal sagen, dass das einer sagen soll. Mehr Kipplaster geht nicht eigentlich. Dann mache ich mir doch gleich mal eine Kippe an. Was? Ja, ich kippe auch schon die ganze Zeit, aber... Ich trinke auch mal gerne einen Schluck. Das ist ein Laster von mir, weißt du? Och, nein, oh Gott. Wer hat denn geschossen?